bist du? Erlita. Jiren. Ich bin Jasmin. Mia! Vielleicht erfahren wir jetzt mehr übers Egoland. Hallo. Hallo. Weißt du auch übers Musical ein bisschen? Da gibt es halt so einen Junge und der ist halt ganz frech und dann kommt so jemand und er will dem halt beibringen, wie man sich so richtig benimmt. Weißt du schon etwas übers Musical? Ja. Und was? Also das gab halt ein böser Junge, der hat halt immer Unfug in der Schule gemacht. Und dann kommt da halt eine Katze in sein Zimmer und dann war plötzlich in Egoland. Hallo, wir sind die Klasse 2a. Ich bin die Frau Rundel und wir haben letzte Woche für die Kulissen gebastelt für unser Musical Egoland. Was hast du denn gebastelt? Und eine Spinne. Also Küchenwerkzeuge gebastelt und auch ein Lolli. Ich habe auch ein Lolli gebastelt und auch sowas mit dem Herz. Was hast du gebastelt? Ich habe einen Lolli gebastelt. Ich habe Besteck gebastelt. Ich habe eine Spinne gebastelt. Ich heiße Tobias und habe einen Computer gebastelt. Ich heiße Florin und habe einen Lolli gebastelt. Ich heiße Kassel und habe auch einen Lolli gebastelt. Ich habe Spinne gebastelt und eine Lolli. Ich bin Amina und habe eine Spinne und eine Lolli gebastelt. Ich bin Satino und ich habe zwei Lollis gebastelt und eine Spinne. Danke fürs Interview. Kinder. Da steht sogar Haus der Jugend. Also sind wir bestimmt hier richtig. Gehen wir mal rein. Ich glaube, hier müsste der Saal sein. Ja. Jetzt. Also, wir sind hier im Haus der Jugend und wollen uns mal Egoland anschauen. Die Probe. Jetzt. Was machen wir überhaupt hier? Also ich denke, wir interviewen mal die Melanie. Und natürlich die Kinder. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Personen. Und natürlich die Leitung, Frau Messler. Schleiße, wir wollen sie doch nicht stören. Was für eine Rolle hast du? Ich bin der Vater vom egoistischen Kind, Hadi. Das gibt es doch nicht! Hadi! Ich hätte es wissen müssen, komm! Herr, weil ich ja am Wort finde. Bleib so von stehen, das geht in einer Woche Hausarrest. Ich geh raus, Mann. Ich will. Wolltest du eine andere Rolle haben oder gefällt dir die Rolle? Also mir gefällt sie schon, aber ich würde auch sehr gerne eine andere Rolle machen. Und welche? Also den Boss von den drei coolen Jungs. Ist
die Theaterlehrerin streng oder nicht? Also nein, sie ist eher nett, aber manchmal bei Theater kann sie so richtig mies sein. Also man sollte lieber keinen Quatsch machen, aber mache ich sehr oft. Haben Sie das Theaterstück erfunden oder jemand anders? Die Stücke, die schreibt immer die Melanie Graule, das ist die Lehrerin von der Musikschule. Die schreibt die Stücke und die Lieder auch. Die Texte, die gibt sie mir immer zu Schuljahresanfang und dann lese ich mir das durch und gucke eben, was es für Rollen gibt und welche Kinder vielleicht zu welcher Rolle passen könnten. Ja. Haben Sie auch eine Lieblingsszene? In dem Stück dieses Jahr mag ich sehr die Szene mit der Riesenspinne, ja. Die gefällt mir gut. Und haben Sie auch ein Lieblingslied? Lieblingslied ist auch das bei der Spinne und dieses Lasst uns eine Gang sein. Das gefällt mir sehr gut. Und auch das, der große Finalsong auch. Es heißt nicht mehr ich, sondern wir. Was ist deine Arbeit? Ich bin Gitarrenlehrerin, mache Musicals, coache Bands, ja. Und was gefällt dir beim Musical? Ich finde es einfach total schön, dass so viele Leute zusammen eben so etwas auf die Beine stellen, was nachher rauskommt, was man dann sieht, was man hört, genau. Und dass natürlich die meisten, die das machen, auch echt Spaß dran haben, das finde ich schön. Spielst du beim Theater mit? Ja. Wem spielst du? Ich spiele einen Teil der Spinne. Wir sind vier, die die Spinne spielen. Okay. So viele leckere Kinder, das gibt ein wahres Fest, Mann. Verspall dich zuerst dich oder dich. Oder vielleicht doch lieber dich. Und was ist deine Lieblingsszene? Die mit dem Damen, wo die drei hübschen Damen sich streiten. Meine Augen sind viel schöner als deine. Schau dich doch mal meinen Hund an. Der ist wundervoll. Ah, machst du auch bei der Theater AG mit? Ja. Ah, und was spielst du? Die Katze Kitty. Und was ist, ist es eine wichtige Rolle oder nicht so eine wichtige Rolle, ist eine Nebenrolle? Es ist schon so eine bisschen wichtige Rolle, weil ich komme halt auch oft vor und alles. Wenn deine Rolle schon vergeben wäre, was für eine Rolle würdest du dann gerne nehmen? Ich hatte zwei Rollen zur Auswahl. Einmal Kitty oder mit Melina Oni Moni. Frau Messer hat gesagt, sie findet mich jetzt Kitty gut und deswegen bin ich jetzt Kitty. Was ist dein Lieblingslied? Das letzte, die neun. Wie viele Chorkinder seid ihr ungefähr? Chor schätze ich mal 20. Was ist eure Arbeit hier? Meine Arbeit ist, mit dem Chor zu arbeiten, dass der Chor lernt, wie man Gesangstechnik anwenden kann und wie man viel besser singen kann, wenn man weiß, wie es geht. Also zuerst gibt es ja die Frau Schuschakiewicz, die ist Normalchorlehrerin. Sind Sie nachher zugekommen fürs Musical? Genau, ich komme immer nur fürs Musical dazu und mache richtiges Gesangstraining mit den Chorkindern. Und dann üben wir auch die Songs. Das läuft super und macht großen Spaß.
Ist euer Beruf eigentlich anstrengend? Manchmal ist es schon anstrengend, besonders wenn man für Ruhe sorgen muss. Bei den Mikrofonen, ja, da muss man hin. Da sitzt vorne noch jemand am Mikrofonregler und der kann die Mikrofone aus- oder anmachen. Hallo, was machen Sie denn hier? Ich bin für die Tontechnik verantwortlich beim Musical. Ist es eine wichtige Rolle? Ja, es ist insofern eine wichtige Rolle, damit man die Sprecher und Sprecherinnen und den Chor und das Orchester zur richtigen Zeit hört. Und wenn jemand mal hinter der Bühne was spricht und eigentlich nicht dran ist, nicht gehört wird. Mhm. Würden Sie gerne beim Musical mitmachen? Jetzt bin ich schon ein bisschen zu groß, aber ich habe zu meiner Schulzeit auch viel Theater gespielt und es hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Also wir waren heute schon früher da und wir haben auch schon ein paar Personen interviewt. Wir wollen jetzt noch die Chorkinder und Theaterkinder interviewen, weil wir wollen ein bisschen mehr über den herausfinden und wenn sie reinkommen, drehen wir noch ein Video von denen. Jetzt kommen die Chorkinder. Hallo. Ich bin Oni. Ich bin Moni. Und wie heißt ihr in echt? Tabea. Emma. Okay. Wie fühlt sich das an, auf der Bühne zu sein? Ist es aufgeregt, wenn das dann wirklich die Aufführung ist? Oder? Also ich habe auch schon bei anderen Theaterstücken mitgemacht. Mir macht das eigentlich ganz Spaß und ich hatte früher auch ein bisschen, also mehr Muffen, aber jetzt finde ich es ganz gut. Also es macht mir Spaß, auf der Bühne zu sein. Vorher hat man ein bisschen Lampenfieber, das ist auch gut, damit man sich nochmal so durchgeht, dass man Angst hat, dass man das falsch macht, tut einen die Konzentration steigern. Und ja, aber wenn man dann auf der Bühne ist, macht es einen Spaß. So war es letztes Jahr zumindest bei mir. Machst du auch beim Musical mit? Ja. Welche Rolle hast du? Lola. Würdest du gerne eine andere Rolle spielen oder gefällt dir die? Mir gefällt diese Rolle. Könnt ihr trotzdem proben, wenn ein Kind fehlt? Ja, wir versuchen es halt einfach ein bisschen zu überspringen oder jemand sagt die Rolle davon. Was ist deine Lieblingsszene? Ist da, wo wir alle vereint werden. Als Freunde. So, bitte alle herkommen und hinsetzen. Wir machen das jetzt. Was spielst du denn? Gitarre. Und was spielst du? Gitarre. Ich spiele auch Gitarre. Ich stimme gerade meine Gitarre. Wir sind jetzt schon 3 Tage unterwegs und es ist alles total spannend. Ich finde, hier sieht es jetzt schon ganz anders aus. Stühle stehen hier rum. Die Combo kommt um 10 in einer halben Stunde. Also. Und alles sieht total anders aus. Vorher war ja hier nichts und jetzt ist plötzlich alles. Wie heißt ihr? Pia. Sophie. Und im Theater? Madame Spinne. Spinne. Und gefällt euch das Theater? Ja. Ja. Würdet ihr gerne eine andere Rolle spielen? Ja, die, ja. Ja. Und welche? Die Mutter. Die Mutter. Thank you.
auch vielleicht, warum es Egoland heißt, also dieses Theaterstück. Weil in Egoland alle egoistisch sind. Weil es um einen Jungen geht, der egoistisch ist und in das Egoland verbannt wird. Jetzt ist ja alles schon vorbereitet, dass dann die Kinder aus der Hevelschule kommen und dieses Theaterstück angucken. Ja. Wie heißt du? Celine. Und im Theaterstück? Lisa. Was ist deine Rolle? Die Mutter. Macht es dir Spaß, die Mutter zu spielen? Ja. Hast du ein Lieblingslied? Wir. Hast du auch eine Lieblingsszene? Die letzte eigentlich. Warum? Weil es einfach eine spannende Szene ist, weil dann alle befreit werden und weil es am Ende halt mein Lieblingslied kommt. Sie auch. Warum dieses Theaterstück Egoland heißt? Ja, ich glaube, das heißt deshalb Egoland, weil es da so einen Jungen gibt, der tanzt, glaube ich, seinen Eltern ziemlich auf der Nase rum und der ist ziemlich egoistisch und im Laufe des Stückes lernt er dann, dass es vielleicht auch ganz nett ist, wenn man sich mit den anderen besser versteht und gemeinsame Dinge unternimmt, schöne Sachen. Was ist seine Rolle? Also ich spiele im Theaterstück Hardy. Ist es eine Nebenrolle oder Hauptrolle so? Also es ist eine Hauptrolle. Und wie fühlst du dich, wenn du auf der Bühne halt so bist? Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich bin sehr aufgeregt. Und würdest du gerne eine andere Rolle spielen? Anfangs schon, aber als ich gedacht habe, du kannst mich eine Hauptrolle, ist cool, mache ich. Und welche Rolle war das? Halt, welche Rolle hättest du gern gespielt? Einen von den Bad Boys. Ich habe erstmal gedacht, wow.
deine Rolle überhaupt ähnlich? Naja, einigermaßen. Gefällt dir das Musical dieses Jahr? Also, ja, aber Ghost Dance war schon interessanter, also, finde ich. Finde ich auch. Was wünschen Sie sich fürs Theaterstück? Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass alles super klappt. Ja, wir haben jetzt echt viel geprobt, ein ganzes Jahr lang. Wir haben ja ganz viel Technik, wir haben eine Band, die hier mitspielt. Wir haben eine tolle Lichtanlage, wir haben lange die Kulissen gebaut. Die Kinder haben lange geübt, alles auswendig gelernt, das ganze Spielen geübt. Und es wäre natürlich super, super schön, wenn es jetzt alles genau so klappen würde, wie sie sich das wünschen, alle miteinander. Und dann, glaube ich, sind wir alle total stolz auf die Truppe. Wie gefällt dir das Musical? Ganz schön, das ist ganz cool, ja. Wenn Sie mitspielen würden, also wenn Sie halt ein Kind wären, welche Rolle hätten Sie gewählt? Ich wäre dann bestimmt der blöde Hardy gewesen. Ich glaube, ich hätte gern die Kitty gespielt, die Katze, die den Hardy, der immer irgendwelche Sachen anstellt, ins Egoland verbannt. Ja, ich wäre auf jeden Fall die Kitty oder die Spinne. Ich hätte noch eine von den drei hübschen Damen gespielt. Hardy. Ja, weil er so ein Schlitzer ist und ich auch.